Während die Politik um die richtigen Maßnahmen im Kampf gegen Corona ringt, verschärft sich die Situation weiter. Gesundheitsminister Spahn und der Präsident des Robert-Koch-Instituts Wieler sprachen heute von einer nationalen Notlage. Die Dynamik der Pandemie sei ungebrochen. Es dürfe nun keine Zeit mehr verloren werden. Auch sei die 2G-Regelung aktuell nicht mehr ausreichend. Großveranstaltungen müssten abgesagt und Hotspots geschlossen werden. Besonders deutlich wird das in Bayern. In bayerischen Krankenhäusern wird die Situation offenbar dramatisch. Mittlerweile lägen so viel Covid-19-Patienten auf den Stationen, dass selbst Krebsoperationen verschoben werden müssten, so die Bayerische Krankenhausgesellschaft. So beträgt die Hospitalisierungsrate, also die Anzahl der Einweisungen von Covid-Patienten pro 100.000 Einwohner binnen 7 Tagen, in Bayern nunmehr 9,15. In Sachsen-Anhalt liegt sie schon bei 11,92. Und in Thüringen sogar bei 17,55. Von einer nationalen Notlage ist heute die Rede, mit der eigentlich nicht mehr gerechnet worden war. Wir alle hatten gehofft, durch die Impfung auf einen anderen Winter, müssen aber eben feststellen, durch die Delta-Variante und die zu große Zahl an Ungeimpften, dass wir wieder in einer schwierigen, wenn nicht sogar in der schwersten Lage sind in dieser Pandemie. Das fällt schwer. Das tut weh, das frustriert. Das Impftempo allerdings würde anziehen. Die letzten beiden Wochen seien jeweils 4 Millionen Impfdosen bestellt worden. Für die nächste Woche seien es schon 6 Millionen. Aber impfen, die 2G-Regel, also nur geimpft oder genesen, zum Beispiel in Restaurants zu gehen, das ist alles wohl nicht mehr genug, um die 4. Welle zu brechen. In der aktuellen Situation reicht das leider nicht mehr. Wir brauchen jetzt zusätzlich eine massive Kontaktreduktion, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Wenn möglich, zu Hause bleiben, Großveranstaltungen absagen, Personenzahl bei kleinen Veranstaltungen reduzieren, Hotspots wie schlecht belüftete Bars und Clubs schließen. Bei Kindern liege die Inzidenz mittlerweile bei über 700, warnt der RKI-Chef. Für kommende Woche ist die Zulassung eines Impfstoffs für 5- bis 11-Jährige angekündigt, so der Gesundheitsminister. Immer neue Höchstwerte werden aus Bayern gemeldet. Dort stieg die 7-Tage-Inzidenz heute auf 625,3. Ministerpräsident Söder spricht von einem Drama. Die Lage sei ernst und schwierig. Sein Kabinett hat heute beraten und die Corona-Maßnahmen verschärft. Dies sei keine Freude, so Söder. Es gehöre zum Schwersten, was man zu entscheiden habe. Uns treibt und bewegt die Sorge um das Leben der Menschen und unseren Freistaat Bayern. Wir haben ein Stufenkonzept jetzt entwickelt. Wir machen nicht alles zu, wir lassen aber auch nicht einfach alles auf, sondern wir haben es ganz bewusst auf Verhältnismäßigkeit, Differenziertheit und zielgerichtete Wirkung überprüft und haben das Grundprinzip, dass wir blocken, bremsen und boostern wollen. Blocken und bremsen heißt ganz eindeutig Kontakte reduzieren, Infektionen runterbringen, umgekehrt das Gesundheitssystem entlasten. Und boosten bedeutet, dass Impfen hochfahren, wo es noch geht. Deswegen haben wir auch für heute Nachmittag, Klaus Holitschek und ich und Herr Piazzolo ist da auch dabei, einen Impfgipfel, um noch mit allen beteiligten Partnern zu reden, wie wir Impftempo verbessern und stärken können. Neben Bayern, schlimm von der Corona-Pandemie betroffen, sind die östlichen Bundesländer. Der sächsische Ministerpräsident Kretschmer will heute neue Maßnahmen für sein Bundesland bekannt geben. Claudia Reiser in Leipzig, was könnte auf die Sachsen zukommen? Naja, Ministerpräsident Kretschmer hat die Bevölkerung in den vergangenen Tagen schon mehrfach darauf vorbereitet, dass da etwas kommen wird, dass es zu deutlichen Einschränkungen kommen wird. Und zwar für alle, nicht nur für Ungeimpfte. Er hat dabei das Wort Lockdown immer vermieden, sprach von einem Wellenbrecher. Und was sich genau dahinter verbirgt, das werden wir eben heute im Laufe des Tages noch erfahren. Kretschmer sprach immer auch von einer deutlichen Einschränkung der Mobilität, von der Absage von Großveranstaltungen, vom Vermeiden von Menschenansammlungen. Ja, und ob das eben konkret dann heißt, dass auch Gastro etc. wieder schließen müssen, das wird sich zeigen. Wobei es heute wohl schon Gespräche mit den betroffenen Branchen gegeben hat und die Landesregierung auch schon finanzielle Hilfen bei Olaf Scholz angefragt hat. Gelten soll das Ganze dann ab Montag und für 2 bis 3 Wochen. Die Corona-Inzidenzen steigen in ganz Deutschland stark an. Inwiefern ist die Lage in Sachsen dann besonders?
Naja, das Besondere ist, dass die Inzidenz in Sachsen in den vergangenen Tagen mit Abstand am höchsten war. Für heute können wir es nicht genau sagen, weil für heute aufgrund technischer Fehler keine Zahlen für Sachsen vorliegen. Aber in den Tagen davor hat sich da wirklich ein deutlicher Abstand von Sachsen zu den anderen Bundesländern gezeigt. Und das Besondere ist eben, dass das in Sachsen auch mit einer sehr niedrigen Impfquote zusammenfällt. Nirgends sonst in Deutschland ist die Impfquote so gering, liegt ungefähr bei 58%. Und die Landesregierung betont auch immer wieder den Zusammenhang zwischen hoher Inzidenz und niedriger Impfquote. In Sachsen liegt die Inzidenz bei den Geimpften ungefähr bei 50, bei den Ungeimpften aber bei weit über 1800, also wirklich ein enormer Abstand. Und es gibt auch einzelne Landkreise mit einer Inzidenz von weit über 1000. Wie sieht es dann in der Folge auf den Intensivstationen in Sachsen aus? Naja, kurz zusammengefasst angespannt. Ich habe ja eben von den Landkreisen mit dieser sehr hohen Inzidenz gesprochen. Und in einzelnen Landkreisen ist für Corona-Patienten kein einziges Intensivbett mehr frei. Wobei das nicht nur an der hohen Anzahl der Patienten liegt, dass die Lage so angespannt ist, sondern auch an einem Personalmangel, der auch eine Folge von Corona ist, aufgrund von Quarantäneregelungen etc. Und etliche Kliniken suchen wirklich händeringend nach Personal. Wie verläuft denn die Impfkampagne in dem Bundesland? Naja, wir haben schon drüber gesprochen, dass die Impfquote so gering ist wie nirgends sonst. Die SIKO, die Sächsische Impfkommission, hat im Übrigen lange vor der bundesweiten ständigen Impfkommission die Drittimpfung für alle freigegeben. Es gab genügend Impfstoff. Seither bilden sich auch bei den mobilen Impfteams etc. wieder lange Schlangen. Aber die Impfquote, die geht dadurch nicht nach oben, weil die allermeisten, die sich dort jetzt quasi anstellen, die wollen eben eine Drittimpfung. Vielen Dank, Claudia Reiser, für Ihre Einschätzung zur besonderen Corona-Lage in Sachsen.